Was denkt ihr, werde ich den ersten Schuss in den Kopf setzen? Ihr könnt jetzt einen Tipp abgeben. Na, ich warte nochmal. Aber erst einmal sage ich Hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Tja, ist die Frage. Es war auf jeden Fall ein Kopfschuss, aber es hat ihn, glaube ich, nicht sonderlich beeindruckt. Oder? Kimmer und Korn? Ich glaube, den juckt das noch nicht so, weil sein Kopf ziemlich tief sitzt. Jetzt war er dann doch weg beim, glaube ich, vierten Schuss, oder? Naja, Hauptsache tot und er hat uns nicht angerotzt. $50 gibt es immerhin. Und hier dürfen wir jemanden vom Dach kicken, also das macht immer noch mit am meisten Spaß. Der Dropkick, der Kopfstoß und eben dieser Wurf hier, den wir immer mit Alt und eben die Richtungstaste geben können. Hier oben ist nämlich nur einer, also was ich meine, ups, ist nämlich das, was ich gleich machen werde, wenn ich hier hochkommen würde. Aber da unser, ja, mit dir halt nicht. Naja, den hier nehme ich. Und zack, runter. Guten Flug. Und harte Landung. Wir müssen zur Kanalisation. Wir müssen den Verstärker auf einem Turm anbringen. Treffen wir wieder Michael? Nee. Savvy war ja das Stichwort. Die Stichperson. Da ist wieder jemand zum Runterkicken. Oh Mist, der liegt ja noch oben. Na, dann machen wir einen Todesstoß. Und jetzt fliegt er auch noch runter. Hier haben wir doch noch alles bekommen und eben maximale Punkte. Aber ich glaube, für den Todesstoß bekommen wir mehr Punkte, als wenn wir die hier runterwerfen würden. Ist aber auch bloß gerade eine Vermutung. Bist du aggro oder was? Komm, die schmeißen wir hier runter. Oh, hat die Einrichtung zerdeppert, das blöde Vieh, aber auch. Komm schon. Tschüss. Punkte gab es auch, gar nicht mal so wenig und sogar Wendigkeitspunkte. Ich glaube, weil wir sie getreten haben, oder? Naja, nehmen wir hier noch mit. Immer schön betatschen, die Mädels. Sind wir ja von uns gewohnt. Oh, das macht so einen Spaß, das Klettern, ey. Oh, Reis, Leute. Oder ein ganz normaler, blöder Typ. Au. Drei Medkits, jetzt nur noch zwei. Da hinten sind mehrere. Die will ich noch platt machen. Wir haben ja so eine schöne Waffe, mit der man eben Körperteile abtrennen kann. Die will ich einsetzen. Aber wo sind die denn? Naja, ich lasse mich wieder ablenken. Oh, nicht ganz links ansetzen, ein kleines Stück weiter oben. Also ein kleines Stück weiter rechts in dem Fall. Schade. Ach ja, gleich nochmal. Ah, da haben wir es schon. Geht der ratzfatz, ratzfatz. Zigaretten und irgendwas, eine Waffe, irgendeine Hacke oder sowas. Konnte ich gar nicht richtig lesen. Ja, das ist ja bloß Kleinmist. Nee, das mache ich nicht. Ah, Mullbinden, super. Nee, Schmerzmittel. Oh, kennen wir noch gar nicht, oder? Schmerzmittel habe ich in diesem Spiel noch nie gefunden. Zumindest kommt es mir sehr neu vor. Gefsche. Oder gibt es was Lilanes? Wir haben Gesellschaft. Ey, doch nicht mit der Waffe, du Depp. Ich bin nahkampfbewaffnet. Blöd, Mann. Ich bin gerade gar nicht mitbekommen, dass ich da... Ah, es sind drei. Dass ich zur anderen Seite rausgekommen bin. Feuer! Da ist doch sein Schatten, oder? Ja, sein Schatten. Der ist auf jeden Fall weg. Dann müssen es ja noch zwei sein. Obwohl, es sind so viele da unten. Vier Stück, oder? Dann... Oh, ah. Habe ich doch nicht umsonst die Molotow-Cocktails. Au, die treffen uns sogar noch so. Stirb, du Bastard! Na, war kontraproduktiv im Hinblick auf die Medkits. Der brennt zwar fleißig, aber die haben uns ordentlich getroffen und der nächste trifft uns auch beinahe wieder. Boah, das sind ja drei, vier Leute. Hier ist das wieder ein Stützpunkt. Ja, einfach abgeschossen. Das war das letzte Medkit. Aber wir können auch ein paar herstellen. Mist, die haben uns unten gesehen. Das war ungünstig. Hinten ist tot. Der ist abgeraucht. Nehmen wir noch das Sturmgewehr mit, weil das bringt ja ordentlich Kohle, wenn wir es verkaufen. Wir haben zwar genug Kohle, aber irgendwann werde ich ihn noch einsetzen. Irgendwann, Leute. Du hältst dich für schnell? Ja. Denk schon. Du dich etwa nicht? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Nee, schnell war er wirklich nicht. Er hat zwar noch einen Schuss abgeben können, aber schnell war das beileibe nicht. Okay, das war, glaube ich, außen. So, du gibst mir noch dein... Wo hast du denn dein Sturmgewehr?
Hm? Ach, da hinten habt ihr die alle hingelegt. Schön gehäuft, freut mich. Wurfmesser, Inventar ist voll. Super. Oh Mann, die Waffen, was die mittlerweile für Punkte haben. Heimwerker-Axt, stimmt ja. Dann lasse ich das Ding mal fallen. 184 hat... Nehme ich lieber die Nahkampfwaffe. Aber ist schon tot. Und Kopf ab. Bringt das mehr, wenn wir mit Schwung auf die zulaufen? Kann sein. Hm, muss man einfach mal ausprobieren. Da kommt schon der nächste wieder rein. Oh, wie viel Munition die haben fallen lassen. Leider sind wir schon voll. Au. Leg dich hier doch nicht so hin. Mensch. So, jetzt durchsuche ich aber nicht weiter. Ich will eigentlich... Na, okay, doch noch. Ich wollte gucken, was gibt's denn hier? Ah, ein Paket für Reis, was wir noch knacken müssen. Reis hat ja ein Teil dieser Probe des Flüchters, oder? Also ein Teil hatten wir ja auf jeden Fall rausgenommen. Und Reis hat eine Hand weniger. Sonst noch was Wichtiges? Reis hat Jade gewissermaßen auf dem Gewissen. Da oben gibt's noch was. Rote Markierung, aber ist mir gerade egal. Ich wollte ja eigentlich in die Kanalisation. Bloß dann habe ich die vielen Pfeile hier gesehen, da komme ich nicht durch. Und dann wollte ich da auf jeden Fall noch hin. Aber wir sind doch hier von hinten gekommen. Da, wo dieses kleine Viereck ist, oder? Hier rein. Und da wieder raus, genau. So, darf ich hier noch nachladen? Ja, darf ich. Ich gehe jetzt nicht zurück wegen diesen zwei Patronen. Und wir gehen einfach mal weiter. Hä? Ta, in den Boden gebackt. Geschieht dir recht. Wer klettert denn auch in solche engen Schächte rein? Aber schaut euch das Vieh mal an. Oh, jetzt staubt's auch noch. Jetzt wird's aber ekelhaft. Aufhören. Oh, durchsuchen dürfen wir's nicht. Aber wir haben immerhin ein paar Punkte bekommen. Ja, da gibt's irgendjemand, der Hilfe braucht, aber wir... Ich schaue gerade, ob ich hier runterspringen möchte. Ja, da. Aber wir brauchen was anderes, nämlich endlich mal Konsequenz. Hier ist doch wieder jemand. Konsequenz, dass wir uns weiter fortbewegen. Oh. Böse Pflanzen, was machen die denn da? Ach, das ändert zum Helfen. Lass den in Ruhe, Mann. Ach so, ist bloß so ein Blödmann. Ich dachte, das wäre jemand, den wir retten können. So, dann sind wir aber jetzt angekommen. U-Bahn-Station oder wie? Nee, nicht ganz. Oh, Plakate. Hier ist der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Global Athletics Games in Harran. Das waren also die Spieler. Ich gehe, glaube ich, gerade wieder da lang, wo ich gar nicht lang soll. Ich muss da rein, okay. Dann, Entschuldigung, aber hier, ihr dürft mir nicht zugucken, wenn ich da rein will, vor allem, wie er geguckt hat. Ist das niedlich. So, wir gehen rein. Aber wir machen wieder zu. Oh, die Kiste, da ist doch schon was ganz Wertvolles drin, oder? Was Blaues, wert zwar nicht das legendäre Lila-Zeug, aber wer weiß, vielleicht ist es ja dennoch sehr nützlich. Und die Kirchenglocken bimmeln. Na, könnte sich als schwierig erweisen, obwohl man könnte ganz nach rechts gehen. Ein kleines Stück nach links korrigieren, also nach oben auch in dem Fall. Und dann ist das Dingens schon offen. Was haben wir denn da drin? Ein Beil? Gar nicht mal so gut. Dann lassen wir es da liegen. Auch wenn wir dafür einen Dietrich verschwendet haben. Was gibt's hier? Das ist ja sehr interessant. Aber da gibt es noch was anderes, und zwar Zigaretten. Die nehme ich noch mit, weil die bringen ja ein paar Dollar ein. Sieht aber ungemütlich aus. Na, ob wir hier wirklich hin wollen? Da ist nämlich noch was, das will ich mitnehmen, auch wenn es nur Klebeband ist. Klebeband ist sehr, sehr nützlich. Lasst euch das gesorgt sein. Gesorgt. Und Crane liest vor, oder? Das Funksignal muss stark genug sein, um die Störfrequenz zu durchdringen. Es sollte reichen, den Verstärker am höchsten Antennenmast von Harran zu montieren. Hoffe ich zumindest. Savvy meint, der sicherste Weg sei durch die Kanalisation.
Hoffen wir mal, dass dieser Weg auch wirklich sicher ist, aber ein paar Zombies werden wir da bestimmt antreffen. Oder ein paar Umwege. Oder wir müssen da... lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ich spekuliere mal nicht weiter und wir lassen es einfach mal auf uns wirken. Und los geht's. Wieder mal in der Kanalisation. Schaut ja schon mal sehr schick aus. Gibt's hier was zum Plündern? Das ist mein erster Gedanke, wenn ich irgendwo reinkomme. Egal wo, gibt's hier was zum Mitnehmen. Und zwar kostenlos. Super. Da gibt's ein paar Backsteine. Kann man auch immer gebrauchen. Hier gibt's nix. Da gibt's Strom. Hier gibt's womöglich Wasser oder Gas. Sieht da wirklich sehr interessant aus. Und da gibt's was Lilanes. Oh. Na, leider nicht ganz richtig angesetzt beim ersten Mal. Okay, völlig falsche Richtung. Oh Gott. Aber ich weiß schon mal wo in etwa. Da nicht. Da noch nicht. Super. Aber Metallteile haben wir ja sowieso genug. Da dürfte uns nichts ausgehen von. Zwei Kisten sogar. Ich mache hier mal zu, ehe noch jemand reinkommt. Zweimal. Einmal Spritze. Und einmal Schmerzmittel. Können wir die auch nehmen oder können wir die bloß verkaufen? Na, werden wir schon herausfinden. Nächste Kiste. Wir dürfen hier noch zweimal knacken. Aber wenn das hier schon so liegt. Lila und blau. Dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Vielleicht ist wieder so eine Wow-Waffe, wo ich mir denke, oh, ist die stark. Muss ich haben. So wie unsere aktuelle eben. Oder eben ein Upgrade oder ein Entwurf für eine Mod. Ja. Geht so. Die Dinger könnten wir noch benutzen. Die wollte ich ja auch eigentlich mal nehmen. Wurfhaken haben wir noch. Molotow, UV-Lampe ist auf jeden Fall soweit Pflicht. 243, 277. Das Ding schmeißen wir weg. Es bringt zwar mehr als eben das Beil. Aber ich nehme es mal mit. So, du. Du kannst ohne Schlossknacken geöffnet werden. Super. Nur Zigaretten. Naja, besser als nichts. Und schwer. Nicht sehr schwer, sondern bloß schwer. Mal schauen, wie schwer für uns. Na, da geht's schon. Da habe ich schon einen Ansatzpunkt. Das werden wir mit den restlichen 10 Dietrichen hinbekommen. Schon offen. Nur ein verplempert. Und das bei einer lila Waffe vielleicht? Waffe? Ein Cricketschläger. Oh, das ist ja grün. Schon mal stärker als unsere Waffe. Aber das Inventar ist voll. Dann nehme ich jetzt das Beil und zerlege es. Mitgenommen. Und eine Tasche. Und weiter geht's. Entschuldigt bitte. Was da wieder runterhängt. Und da gibt's nichts. Dann gehen wir hier lang. Ich könnte das noch mehr auf mich wirken lassen. Hier könnten wir pennen, aber es sieht nicht wirklich sicher aus. Da hängt ja schon einer. Da ist er irgendwie umgekommen. Der hat sich aber noch nicht verwandelt gehabt. Der liegt da einfach bloß. Am Ende steht der noch auf und verfolgt uns und greift uns dann an. Oh, hier unten ist so viel Freiraum. Oh Gott, ist das ein Kind? Bitte nicht. Schon wieder? Wo denn? Ich habe noch gar nichts gesehen. Ach so, das Geschrei wieder. Jetzt habe ich gerade Gänsehaut bekommen, weil Crane gesagt hat, oh, bitte nicht. Aber haben wir ja schon zwei, mehr als zwei gesehen, oder? Ja, mal wieder. Hä? Warum husten wir sowas? Noch ein Kind? Oh, ist irgendein Gas drin. Oh, hinter uns sind zwei. Ah, ne. Ist gar nicht zum Knacken. Oh, das sind mehrere. Ne, ich sag's hier. So ein Riesenraum. Das ist so ein Riesenraum. Da muss doch irgendwas passieren. Recht da. Aber mit unserer Waffe sollte das meines Erachtens kein Problem sein, sofern wir hier nicht sterben. Ich habe ja gar keine Medkits mehr. Stimmt ja. Dann müssen wir da auf jeden Fall ein paar herstellen, oder? Wir nehmen die Schmerzmittel. Wo sind die Dinger? Die dritte Medkit? Wenn schon, dann beim Inventar. Spritze. Ist bloß ein Sammelstück. Können wir bloß verkaufen, wie es scheint. Oder zum Bau von Waffenmodifikation. Okay. Und die Schmerzmittel? Auch Waffenmodifikation. Okay, wenn ihr das sagt, dann stellen wir uns einfach mal ganz normale Medkits her.
So, noch eins. Jetzt müssten wir 6 haben. Genau. Eieiei. Darf ich jetzt? Hallo. Ich will mich mal in die Ecke begeben, weil dann kommen die nicht von allen Seiten an. Ach du Scheiße, das viel. Dafür bräuchten wir eigentlich die Schusswaffen, aber unsere Nahkampfwaffe ist schon stark genug. Oh, der ist ja gekonnt ausgewichen, der Lümmel. Oh, da sind noch 5 Stück. So, wer will zuerst? Du hast einen Arm weniger, das sieht man dir schon an. Ich muss mehr in die Ecke gehen, auch wenn ich mich da einkissen lasse. Aber so habe ich es meines Erachtens einfach einfacher, wenn ich mich verteidigen will. Als wenn die mich von allen Seiten angrapschen. Fall doch mal um. Der tänzelt hier noch eine Runde, also was für ein Tanzbär. Da kommt noch einer angerannt. Nein. Bein ab. Ah, jetzt knabbert er uns vielleicht noch an. Vorsicht. Ey, nicht so aggro. Neue Kraftstufe. Ich glaube, das Vieh da unten lebt noch. Wie viele kommen denn da noch? Das sind ja nochmal 3. Muss ich da noch jemanden? Weg. Okay, finden. Da steht nicht, besiegen sie alle oder stopfen sie noch irgendeinem Kind den... das Mundwerk. Ich beobachte das mal, wie viele jetzt hier noch kommen. Also um die Waffe mache ich mir gerade gar keine Sorgen, weil die halt ja sowas von viel aus. Boah, das würde ich jetzt alles gerne plündern hier. Aber da kommen immer neue. Gleich mal Arm ab, oder? Unterarm, wie es scheint. Nee, baumelt noch. Nee, da kommen immer neue Leute. Dann würde ich sagen, verkrümeln wir uns mal. Das ist, glaube ich, irgendwo noch so ein schwerer. Nehme ich da. Hallo. Ich gehe einfach mal weiter. Können wir da durch? Oh Gott. Wo geht's lang? Muss hier der Rammer? Ich glaube, wir müssen den Rammer da reinrammen lassen. Das ist, glaube ich, Taktik. Au. Müssen wir die 3 aber noch umbringen? Kann gut sein. Da gibt es noch eine Kiste. Oh, lass mich in Ruhe. Ach nee, das ist gar nicht der Rammer. Dacht schon, ob er uns angeguckt hat. So, na dann, komm mal her, Junge. Na komm schon. Komm schon, komm doch mal angerannt. Nee, doch nicht. Ach, wir müssen da durch. Okay, na dann bringen wir ihn einfach mal um. Auf die Arme ging es doch, oder? So, auf jeden Fall. Oh, er hat was verloren. Seine Rüstung. Nee, sein Helm, oder? Na egal, ich schau einfach mal weiter drauf, wenn wir uns nicht umrennen lassen würden. Oh, 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 oh. Der hat ja schon ein Stück Kopf verloren. Das war ich aber nicht. Hat er jetzt einen Arm verloren? Nee, noch nicht. Das sah so aus, weil so viel Blut gespritzt ist. Au, du Sackgesicht, du. Na, ich bin noch etwas unvorsichtig bei denen. Aber unsere Waffe ist gleich hinüber. Zumindest der das zweite Mal reparieren. Das ist gleich Tagesordnung, wenn wir uns nicht umrammen lassen. Ich glaube, ich muss warten, bis der taumelt. Oh, ich sehe nichts wegen dem blöden Wasser da. So, jetzt außer... ja, außer Puste. Und jetzt da hinüber. Wie viel Geld bringt der? Oh, 473. Die sollten wir vielleicht doch öfter umbringen. Darf ich jetzt nochmal zurück zu der Stelle da hinten, wo wir einfach nochmal ein bisschen plündern können? Weil das war ja so viel Zeug, das würde ich gerne noch mitnehmen. Werft mal einen Blick auf die Karte und schreit, wenn jemand kommt. Ich werde es zwar nicht hören, aber macht's mal. Nee, ich werf schon Auge mit drauf. So, noch ein Stück. Und aufgemacht, bitte. Das waren bloß Zigaretten, lohnt sich eigentlich gar nicht. Das müsste ja so aufgehen. Nochmal Zigaretten. Na Mensch, das ist ja richtig blöd. Da könnten wir durch. Ist da jemand? Ist noch niemand zu sehen? Na, dann machen wir das noch auf. Oh, obwohl, hier ist noch was Lilanes. Halt. Lila lockt mich dann doch. Ich muss bald mal wieder ein paar Dietriche herstellen. Das kann ich in der Pause machen, weil das ist ja nicht so interessant, oder? Wollt ihr unbedingt sehen, wie ich Dietriche herstelle? Ist ja nicht die große Kunst. So schön sehen die Dinger jetzt endlich auch nicht aus.
Sind zwar letztendlich auch alles Unikate, aber das ist, glaube ich, mal nicht so wichtig. Ja, 2,62 würde sagen, ich sortiere das mal in der Pause wieder, was wir hier alles haben im Inventar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns durch die Kanalisation kämpfen und dann eben den Verstärker am Turm anbringen. Ich hoffe mal, das schaffe ich in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.